Wenn Sie in VoIP-Plan mit mehreren Plänen arbeiten, können Sie diese gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wechseln Sie dazu einfach in das Menü Fenster. Dort sehen wir zum einen, dass ich gerade drei Pläne aus dem VoIP-CRS geöffnet habe. Und zum einen kann man jetzt zwischen diesen Plänen einfach hin und her wechseln, indem ich jeweils den anderen Plan auswähle. Zum anderen möchte ich diese Pläne aber gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn wir zum Beispiel sehr breite Bildschirme haben oder mal schnell aus den einzelnen Plänen etwas herauskopieren wollen oder solche Sachen. Und dafür können wir ja mal zum Beispiel die Pläne einfach überlappend auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Die drei Pläne sind jetzt ein bisschen minimiert. Wir können sie in der Größe anpassen, verschieben, dorthin schieben, wo wir sie haben wollen und so auf dem Fenster anordnen. Ein kleines bisschen einfacher ist die Option, gleich alle Pläne untereinander anzuordnen. Das ist eher dann sinnvoll, wenn Sie Ihren Monitor hochkant positionieren und die Pläne übereinander positionieren wollen. In meinem Fall ist das Sinnvollste sicherlich, die Pläne alle nebeneinander anzuordnen. Denn jetzt sehe ich alle drei Pläne, die ich aktuell geöffnet habe und kann diese schön nebeneinander anordnen und kann jetzt relativ schnell aus dem einen Plan etwas herauskopieren, in den anderen reinkopieren bzw. schnell die Pläne wechseln. Immer dann sinnvoll, auch wenn man mehrere Planvarianten parallel sich anschauen möchte oder eben auch, wenn man mit dem Menü Werkzeug, Geschoss, Export bzw. Import ganze Geschosse aus jeweils einem Plan in einen anderen Plan importieren möchte. Denn diese beiden Funktionen sind planübergreifend möglich.